So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Guild Wars 2 mit mir und Zero zusammen. Hallo. Ach ja, ja, wir stehen jetzt hier unten, weil das Versteck, wo wir uns beim letzten Mal ausgelockt haben, war natürlich gar nicht so toll, aber egal. Ja, ich bin fast dran verreckt. Ja, allerdings. Oh, es gibt noch wenige Spieler. Okay. Yippie, Karte wechseln, Belohnung bekommen, das finde ich sehr gut. Sowas gleich am Anfang ist perfekt. So, ich habe einen Brief. Ich habe auch Post. Hm? Ich habe auch Post. Gut, oh. Diesmal fange ich an. Ich habe Beutel mit mystischen Münzen bekommen. Also für tägliche Belohnung. Oh, cool. Ja, die können wir übrigens verkaufen. Ah. So. Hi, Regi und auch Zero. Falls du den Langbogen-Skin meintest... Das ist ein Zenit-Waffenskin, den man über die Erfolgspunktentruhe freischalten kann. Und bei jeder 5k Erfolgspunktentruhe bekommt man zusätzlich 400 Edelsteine. Okay. Die junge Dschungelspinne hättest du mitnehmen können, weil nur die grün beschrifteten Jungtiere zähmbar sind. Und die war doch grün, oder nicht? Oder konnte man nur grüne? Konnte man jetzt nur grüne oder konnte man nur rote? Ich bin verwirrt. Ich dachte, man konnte nur rote. Ich bin gerade wieder verwirrt, ehrlich gesagt. Weil, ich weiß, das eine Mal konnte ich das Tier nicht... Ach so, ich glaube, das ging aber nicht, weil ich den schon hatte. Stimmt, ich habe das gerade... Ja. Wir haben das verwechselt. Okay, okay, gut. Nee, beim nächsten Mal. So langsam finde ich mich rein. Oh mein Gott, ey. Ist verwirrend, das Spiel. Das darfst du nicht. Ja. Weißt du, dann hängst du da. Doch. Hättest du mitnehmen können, weil nur die... Genau... Und die Kleidung, die der Spieler trug, war ein Kleidungsset. Ja, Gebietabschlüsse bringen ein wenig mehr fürs Leveln, da man immer 10% Erfahrung für nächste Stufe bekommt. Ah, okay. Das heißt also, es ist besser, wenn wir jedes Gebiet abschließen. Also, das lese ich jetzt da raus. Okay. Alter, Ich muss nach dem Stream hier mein Inventar aufräumen. Ich ist alles voll. Ich habe vielleicht noch 15 ja. Plätze frei. Ja, wir müssen auf jeden Fall wieder zum Händler, weil ich habe diverse Dinge, Müll und so weiter, was ich verkaufen kann. Ja. Und ich habe ein Tierchen bekommen. Hm. Hey, guck ich mal meine Post. Ein paar Tipps. Hi, Zero und auch Reggie. Um deine Verwunderung aufzulösen, dass du teilweise andere tägliche Aufgaben bekommst wie Reggie, das liegt daran, dass du einen 80er Charakter auf deinem Account hast. Und da du deinen Dieb ins Spiel gebracht hast, was den Do-Astat angeht und während des Streams dreimal down gegangen bist, musst du wissen, die Fähigkeit 1 und 4 sind bei jeder Klasse gleich. Wobei die vierte die Heilfähigkeit ist und die erste ein normaler Angriff. Anbei hier noch eine Mini und ein paar Farben Gruß Dragon. Das heißt, kann ich mich jetzt mit der 4 aufrappeln oder? Ich weiß es nicht. Oh, ich wollte sagen, ich habe einen Affen bekommen. Was? Ich meine, ich habe einen Hasen bekommen. Ach, dann haben wir beide den gleichen bekommen. Der ist voll süß. Guck mal, vor allem der steht da rum. Der ist voll süß. Ja, warte. Und Farbe wieder. Mein Inventar ist so voll, dass ich den nicht mehr sehe. Oder muss ich die. Ach, der doch, guckt sich ganz groß an. Eigentlich kann man den nicht übersehen, können, so süß wie der ist. Glück. Erfolg bekommen. Wie die Springer. Cool. So. Schwarzlöwensachen. Brauche eine Truhe, wo ich den ganzen Müll hin tun kann, ey. Ja, eben. Deswegen müssen wir auch dringend zum Händler, weil da können wir den ganzen Müll ja verkaufen einfach. So, eine Sache wollte ich noch machen. Ich weiß auch. Ach, genau. Meine Farbe. Dragon hat mir nämlich Farben geschickt, die nicht so krall. So grell sind. Ah, extra für dich. So. Oh, Pech. Gucken, wir haben auf jeden Fall noch ordentlich zu tun. Vor allem, ich finde die Farben jetzt nicht, die mir geschickt worden sind. Aber ich habe die noch gar nicht ausgerüstet. Daran wird es liegen. Auweia. Meine Winter ist so voll, ich bin verwirrt. Okay. So, Farben. Da ist eine Farbe. Zuckermelonenfarbe.
Okay. Und alter Pfennigfarbe habe ich leider schon. Tut mir leid. Alter Pfennigfarbe, das ist auch geil. Beim Handelsposten verkaufen. So. So. Immer ein bisschen Kohle bekommen. Genau, ich könnte eigentlich alles beim Handelsposten verkaufen, was ich nicht brauche, ne? Vielleicht, ja, klar. Vielleicht hilft das ja. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, die Farben, Zucker, ja, die werde ich doch im Leben nicht wiederfinden. Wieso nicht? Natürlich. Es sind so viele Farben. Ja, aber so viele haben wir doch noch gar nicht freigeschaltet. Eislila. Die ist hübsch. Ich find's nicht. Egal. Regi ist wieder hier ganz bunt. Yay! So, die Farben sind voll schön. Krieg ich das Geld eigentlich sofort, wenn ich jetzt auch beim Handelsposten was verkaufe? Wie viel habe ich jetzt? Okay. Und Pech. Das hat eigentlich auch was. Nö. Ich krieg das Geld nicht sofort, aber ich habe Geld verloren. Warum? Jetzt muss ich nochmal testen. So. Muss was anderes noch verkaufen. Bester Kommentar wieder. Hallo, mein Name ist Zero. Ich habe mich vor 10 Jahren in meinem Inventar verlaufen. Seitdem lebe ich hier. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Ach, tatsächlich, es kostet 3 Bronze, was in den Handelsposten reinzutun. Ich will doch Geld verdienen und nicht verlieren. Ach komm, sowas ist doch normal. Wir sind doch hier nicht bei eBay. Vor allem eBay zieht es auch erst dann ab, wenn es verkauft ist. Tja. Halsabschneider. In Online-Spielen wird das sofort abgezogen. Halsabschneider, alles halt. Oh, komm, wir gehen weiter, obwohl ich hole mir kurz mal die Erze hier hinten, damit mein Inventar noch voller ist. Hier ist ein Basilisk. Ich bin gleich da. Ich probiere nur einen neuen Style aus. Yeah. Ich muss sagen, der gefällt mir richtig gut. Ich glaube, den werde ich fortsetzen. Was habe ich hier eigentlich? Jetzt zum Spielen verfügbar. Diese Episode ist jetzt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Ja, wir müssen uns beeilen, dass wir ganz schnell Level 80 werden. Also abgesehen davon, dass Nina uns dann beibringt, wie man ganz schnell Gold farmt. können wir dann nämlich auch die ganzen Stories durchgehen. Und reiten. Ja, lass uns direkt zum nächsten Herz. Irgendwann treffen wir auf dem Handelsposten. Genau. Nur eine Frage der Zeit. Ich vernichte so lange ein paar Moors, solange du da brauchst. Ja, ich wurde angegriffen. Ich kann nichts dafür. Du weißt, ich bin vergiftet. Oder so ähnlich. Ja. Keine Ahnung, was das war. Leg dich nicht mit Moas an. So, mal auf die Map gucken. Oh, das Herz ist ganz schön weit weg. Was? Das ist ein Berg. Ja, ist jetzt nicht mehr so gemütlich wie am Anfang, ne? Ich weiß gar Warte, nicht, wo du hin willst. Wir haben eine Wegmarke verpasst. Wegmarke, Brilitin. Da ist noch eine Sehenswürdigkeit. Ach, wir sind ja durch den Berg gegangen. Deswegen. Ja, wir haben da nichts verpasst. Wir waren da einfach nur nicht hin. Wollen wir da unten lang gehen? Weil da ist, scheint auch eine Stadt zu sein, da können wir ein paar Sachen verkaufen. Ja, genau. Siehst du das so halb, ja. Doch, wir gehen Richtung Stadt. Wo ist der Helden, der Zero? Weg ist er. Ich muss Erfahrung sammeln. Ja, ich auch. Ansonsten schummel ich nämlich nächste Woche und spiele heimlich doch den hier weiter. Ich sehe Erz. Nein. Ich muss mich aber hier komplett durchprügeln. Natürlich nicht. Aber wo wir schon mal bei der nächsten Woche sind, und zwar ist Zero nämlich nächste Woche Freitagabend nicht da. Spätschicht. Ja, die hat Spätschicht. Der Ärmste muss arbeiten, ja. Ja, ich gehe dann um 13 Uhr zur Arbeit und bin um 23 Uhr zu Hause. Ihr müsst Schmerzen nehmen. Ja. Und ich habe mir gedacht, da ich trotzdem irgendwie freitags gerne einfach Guild Wars 2 spielen möchte. Ich brauche hier Hilfe. Spiele ich dann einfach meinen anderen Charakter. Ich habe nämlich noch... Ich habe zum Glück gerade schon alles abgebaut. Na toll.
Okay. Die mögen uns nicht, würde ich sagen. Ich finde, mein Charakter passt perfekt zu mir. Sagt nämlich, ich ergänze mich sehr gut. Und das stimmt auch. Ja, das ist mir klar. Ich brauche Du mich auch. So. Rettet die Skid. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Ich glaube, das haben wir schon mal gemacht. Ja, ich könnte natürlich auch WoW spielen, Baxi, aber sind wir mal ehrlich, ich spiele sehr viel WoW. Ich kann auch einfach zwischendurch was anderes spielen. Das hebt dann die Stimmung für mich, weil ich dann nämlich immer wieder was anderes mache. Und ich muss ehrlich gestehen, ich mag Guild Wars 2 einfach wirklich sehr gerne. Dieses Spiel ist mir sehr ans Herz gewachsen. Huch, wie bist denn du? Hm? Ein Typ, oder was? Hatten die schon immer grüne Namen? Die anderen Spieler? Kann sein, keine Ahnung. Kam mir so seltsam vor. Ich meine, unsere sind ja nur blau, weil wir in der Gruppe sind. Wir sind im Team. Ja, ja, natürlich. Hat ja, ich denke schon, dass die immer grün sind. So. Jetzt müssen wir doch... Ach so, wir gehen hier rein. Ah. Ja, da sind wir doch hergekommen, oder? Nee. Aber hier sind auch Händler drin, sehe ich gerade. Das ist nur ein kleiner Berg, das ist nicht der große. Händler! So. Kann es das sein, wo wir beim letzten Mal drin waren, wo wir rausgeschmissen wurden, weil dann Event war? Nee, das war woanders. Sicher? Ja, das war beim großen Berg. Sicher? Ja, 100 pro. Hä, die habe ich ja auch noch. Ja gut, ich würde sagen, die kann ich auch verkaufen. Und die Rüstung, das muss ich mir alles noch angucken, ne? Wobei doch die... Nee, wobei... Haha, die Rüstung muss ich mir doch generell noch angucken. Stimmt, eigentlich kann ich zwei Dolche tragen, ne? Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Dachte ich zumindest. Hä? Hey. Jetzt schwören könnte, ich kann zwei Dolche tragen. Krieg ich bestimmt nächste Woche Post. Zero, du bist ein Idiot, du kannst zwei Dolche tragen. Wer weiß, wer weiß. Ach ja. Hm. Ausrüstung. So. Ha, ich wusste es. Jetzt habe ich zwei Dolche. Ich wusste, dass ich das kann. Nice. Sehr schön. Aber ich habe goldene Stiefel. Ja, kannst du mal sehen? Killbronze-Stiefel. Zwar ab Stufe 80, aber die sind so golden. Ich habe richtig guten Loot. Wo habe ich den her? Geil. Die Stufe 80-Dinger, die haben wir irgendwann vor ein paar Wochen bekommen. Habe ich auch. Das war so ein Event für 80er. Was wir wieder mal gemacht haben. So. So, jetzt schon ein bisschen aufgeräumter. Oh, ich sehe Dings hier. Genau hier hinter diesem Stück Fels, ist eine Sehenswürdigkeit. So, ordentlich Geld gemacht. Gucken, wie sieht meine Kiste aus. Ja, muss ein bisschen sortieren. Auch wenn ich da irgendwie zwei Schwerter drin habe. So, könnt ihr die nicht verkaufen? Ach, das ist draußen die... So. Man sieht sich. Ja, wir... da ist zwar eine Wegmarke, aber da müssen wir raus. Ja, ja, ich habe mir nur kurz die Sehenswürdigkeit geholt. Welche? Ach so, ach, die Arten. Ja, alles klar. Ja... Die habe ich natürlich auch bekommen. Ich dachte, dafür müssen wir extra raus. So. Neue Fähigkeiten. Ah, ich kann nicht mehr schnell laufen. Stimmt. Egal. Kann ich hier hoch? Ha! Profi-Hochbagger. Total easy. ja. So, was machen jetzt meine neuen Fähigkeiten? Hey, okay, Feuerkreis. Und flammende Hände kriege ich irgendwie. Hä? Was ist das denn? Was
war ein bisschen billig. Tja. So, einmal geröstete Mücke für den Hund. Der freut sich bestimmt. Ja, der freut sich bestimmt ganz doll. Runter zur Wegmarke. Ja. Oh, fast tot. So, und jetzt gehen wir da zu diesen komischen Tempelanlagen. Da unten sind auch nochmal Händler. Stimmt, das da alles noch. Na gut, wir sind am Rande hier, ne? Das ist der Rand. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja gerade erst angefangen mit dem Gebiet. Das heißt, wir müssen uns natürlich logischerweise nach und nach vorquesten. Und weg ist er. Meine 5 macht gar nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Tja. Kann ich eigentlich Bild? Ne, den kann ich nicht entziehen, schade. Ich dachte, ich kann irgendwie die Fähigkeiten austauschen. Hätte ja sein können. Nee, das geht nur auf der rechten Seite. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, wir haben Blick fest. Ja, ich weiß. Unterbrecht die Treffen zwischen dem Albtraumhof und der Inquestur und der Banditen. Übergebt die gestohlenen Banditendokumente Corporal Rhea Schindel. Hallo, greifst du mich mal nicht an hier, während ich vorlese? Die läuft so wie mit irgendeiner Kiste und die explodiert ständig. Tja. Was ist das für ein Suizidbomber? Ihr habt die Allianz eines Feindes geschwächt? Achso, das ist die Quest wahrscheinlich, ne? Ja. Und wir sollen sie ja stören, also. Ich lauf da hinten mal Richtung Erz. Was? Ich lauf da hinten Richtung Erz. Was ist das denn hier? Corporal Rhea Schindel. Ja, das ist die, der wir helfen müssen. Ja, ich helfe ihr also, gleich. Also, beziehungsweise der wir die Banditendokumente bringen müssen. Huch. Spawnt einfach so ein kleiner Keks. Nein! Hilfe! Ich komm gleich. Ich hab wichtige Sachen zu tun. Ja. Irgendwas looten, ne? Nein. Nein, ist klar. Na gut, da gehen wir sowieso gleich lang. Da sind die immer explodiert, die Olle. Ja. Und ich als Nahkämpfer muss da rangehen, ey. Du bist doch kein Nahkämpfer. Natürlich! Ich hab Dolche ausgerüstet. Alle meine Fähigkeiten sind Nahkampffähigkeiten. Ah. Ich habe keine Fernkampffähigkeiten mehr. Weißt du, das macht der Stoffi. Wechselt in den Nahkampf. Will nicht rollen, wechselt in den Nahkampf mit Stoffrüstung. Ja klar. Wo sind die ganzen Gegner? Die sind hier überall. Ich weiß gar nicht, warum du wegläufst. Ich sehe hier nicht ein. Doch, da spaziert einer lang. Ja, du bist ja runtergelaufen. Weißt du gerade, wo hier das, weißt du, wo wir kurz vor dem Tor sind, wo die alle sind, läufst du in die andere Richtung wieder. Ach, da hinten sind die? Ja. Oh, Banditendokumente. Herrlich. Yeah. Ich glaube aber nicht, dass da hinten die Quest weitergeht. Mein Schicksal ist es, mich zu verwurzeln. Also ich bekomme Erfolge. Loot. Gebt alles, was ihr habt. Weißt du, was das Gute im Nahkampf ist? Ich bin immer direkt beim Blut. Können wir immer alles schön wegzwacken. Wieso wegzwacken? Ich hab doch meinen eigenen Loot. Ja, nee. Ich spiele mit mir selber, habe ich doch gerade gesagt. Ja, okay, stimmt. Dann kannst du dir natürlich Loot klauen, ist klar. Elixier der Helden aufnehmen, okay. Achso. Ich hab was gesoffen. Zero trinkt unbekannte Sachen. Natürlich, das alles was auf dem Boden liegt, da wird gegessen. Das habe ich von Mr. Plauschig gelernt. Ja, klar. Vor allem alles, was länger als 5 Sekunden auf dem Boden liegt, ne? Ja. Alles, was länger als 5 Sekunden auf dem Boden liegt, ist meins. Ja, Mr. Plauschig. Guck mal, hier sind die Dokumente übrigens. Ich hatte gerade schon hier. Achso. Ich bin auch gleich bei der Quest fertig. Aber erstmal Eisen. Ich bin auch fertig. Ich bin noch nicht fertig, gleich erst. Ach so. Ja gut. Stimmt, du bist doch in die falsche Richtung gelaufen.
Ich bin im Geschützturm drin. Ich mache euch alle platt. Ja, ja, Hauptsache erstmal die Luft sprengen. So, einen muss ich doch töten. Oh, 99% hier fertig. Das ist mein typisches Glück. Die laufen doch hier alle rum. Ja, ich töte doch gerade schon welche. Chill mal, beruhig dich. Dreh dich durch. So, ich bin fertig. Hier schreit noch. Nein, die ist nicht mehr zu helfen, glaub ich. Vertrau mir einfach. Jetzt gehen wir unten lang oder was? Da geht's oben auch noch irgendwie lang. Warte, ich muss mir über die ganze Map hier angucken, wo wir sind. Ja, die Map haben wir jetzt für 50% durch, ne? Was? Ich bin rein, greifen die mich einfach an, während ich auf die Karte gucke. Ich bin ja wohl. Wir sollten irgendwo hinlaufen. Nur so nebenbei. Ja, ich gehe doch hier jetzt lang. Ich kehre hier und dann gehen wir hier durch. Und dann ziehe ich mir nochmal so einen Drink rein. Hat scheinbar gut geschmeckt, Leute. So, ich sehe da hinten Holz. Auf jeden Fall hast du nur noch halbe Lebensenergie. Nur so nebenbei. Was? Bist du? Alles gut. Cool. Das ist mein Holz. Find sie durch. Hat die da erstmal ein Geschütz aufgestellt? Wie cool ist das denn? Ja, finde ich auch gerade richtig cool. Ich will auch sowas haben. So. Okay, ich würde sagen, wir gehen runter. Da haben wir den unteren Teil hier auf jeden Fall schon mal. Ja. Ich denke, es klingt gut. Ob du auch so kleine Menschen ziehen kannst? So Kinder? Ein Event! 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 Da! Events sind immer gut. Ah, ich kümmere mich erstmal um die Kleinen. Erstmal die Kleinen loswerden. Okay, ich habe schon Agro abbekommen. Alles gut. Tot. Nein, alles gut. Bin ich tot. Hui! Ihr brennt alles. Hm. Oh, ich bin am Boden. Okay, testen wir mal die 4. Es geht zu Ende mit mir. Also wirklich, 4 hat das nicht gebracht. Scheiße, ich muss voll lange laufen. Wie voll lange laufen? Ja, ich bin tot. Lass mich hier einfach alleine. Ich bin einfach rumgekippt. Hätte ich jetzt ein Reittier. Oh nein. Halte durch, ich bin bald da. Natürlich sehe jetzt auch noch den falschen an. Ich kann mich einfach wiederbeleben. Xyrim übrigens, dein Einsatz. Nicht verschlafen. Wieso tust du es nicht? Ich bin extra für euch eingerichtet. Leb dich doch wieder. Ich dachte, du kannst dich wiederbeleben. Nein, ich habe extra so Xyrim eingerichtet. So. Mal gucken, ob er dran denkt und ob er mich jetzt hört. Hallo, warum geht es jetzt nicht? WTF? Ich habe extra drauf. Ja, okay, alles klar. Ich wollte gerade sagen. Und? Hat's funktioniert? Ich habe keine Ahnung. Hallo, ich bin wieder da. Lass sie uns drücken. Das steht übrigens im Chat, wie das war. Aber eigentlich war das so. Zero tot. Moment, du musst mich stützen. Warte. Eigentlich schon. Wo ist der Counter? Da ist der Counter. Es war eigentlich richtig. Ja, wollen wir jetzt, oder? Nein, warte. Das gibt's doch nicht. Ja, geht nicht. Warum geht der nicht? Mano. Das ist gemein. Na gut. Als ich ihn getestet habe, hat er funktioniert. So, können wir jetzt töten? Warte, ich will das Erz auch haben. No, kannst du das danach holen? Nein. Dann hättest du da jetzt nicht hinlaufen dürfen. Meinst du, wir schaffen das überhaupt? Was ist das hier für ein Wassergeist, der tot ist? Wieso ist dein Wassergeist gestorben?
Weil der nur eine begrenzte Haltbarkeit hat. Achso, na komm, wir ziehen's durch. Wir machen einmal hier die 4, ne? Und dann kriegst du hier... Oh, das hat weh. Tja. Ich laufe hier einfach ein bisschen im Kreis rum und dann passt das schon. War das? So war das. Oh nein, ich hab ernsthaft. Oh Gott, nein. Ich hab mein Bestes gegeben. Hm? Wieso kippe ich so schnell um? Weil du ein Stoppi bist. Aufgerappelt. Überraschung. Hat also funktioniert, ja, mit dem Chip. Was für ein Chip? Na, mit der 4. Weil du doch meintest, mal gucken, was die macht. Hilfe. Nein! Geh weg. Ich will mich heilen. Also, wie viel hilft das nicht? Ich muss kurz aus dem Kampf rausgehen, glaube ich. Ich muss mich. Ich kann mich nicht heilen. Und du bist tot? Ja. Na, ich glaube nicht, dass wir es alleine hinkriegen. Ich bin wieder umgefallen. Schade. Ich glaube, alleine wird das nichts. Ja, das ist. Es tut mir voll leid. Nee, wir schaffen es nicht alleine. Schade. Na gut. Hätte ja klappen können. Dann gehen wir unten rum. Tja. Das mit dem Dings tut mir echt. Das ist echt kacke gerade. Warte. Ah! Das muss doch gehen. Aber ich sehe leider jetzt auch gerade nichts, wie ich das einstellen kann. Das ist echt. Ja. Tut mir leid. Ich kümmere mich auf jeden Fall nochmal drum. Noch ein Event in der Nähe. Wo bist du? Ich bin hier. Ich hole Erfahrung, damit ich dich überhole. Nein, lass es gefälligst. Nur wenn du beschäftigt bist mit deinem Chat. Ich muss hier aufnehmen, ich muss hier eine Folge produzieren. Ja, ja.